So, und da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Runde Diablo 3. Wir latschen jetzt mal wieder mit Ruckel und Gezuckel nach Kaldeum. Jo. Da waren wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Oh, ich hasse dieses Gelegge am Anfang. Hauptmann Ravan, hier draußen herrschen erbärmliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkarnus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Ravan. Diese Frau hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Was geht in der Stadt vor? Warum wollt ihr mich nicht einlassen? Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Sehr schön. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkarnus verantwortlich seid. Glaubt diesen Lügen nicht. Was in Alkarnus geschehen ist, war das Werk von Magda und ihrem Zirkel. Sie dienten Belial. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Yippie! Scharnitze! Eieieiei! Mehr hast du nicht zu bieten. Da war doch was. Achso, ja, das war das. Fleet, ich gebe euch Rückendeckung. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Na denn, los. Hat du nicht mehr drauf? So, und immer auf die Mütze. Noch was? Mann, jetzt beiß halt ins Gras, ihr Penner. So. Aushalten tun die aber auch nicht, wenn die was. Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Na komm, geh drauf. Du auch noch, komm her. Nicht weglaufen, ist nicht. So. Haben wir hier noch was? Kisten, Geld, Strom. Nicht genug Wut. Dann bau mehr auf, Mensch. Scheinbar. Ich habe ja auch mehr erwartet. So, du noch? Du auch? Von hier aus muss es einen Weg in die Kanalisation geben.
Kanalisation geben. Ja, das wird, musst du doch wissen, Kleine. Dann kommt alle zu mir, alle zu mir. Bitte bei mir sammeln. Sammeln bitte. Sill, einer weniger. Du auch noch? Ach, du willst auch noch was auf die Mütze? Na, freilich. Sill, du auch noch? Pum. Geschnitzelis. Sill, ab in die Kanalisation. Quest beendet, sehr schön. Ich habe meine Mutter Adria gefunden. Sie lebt. Und die kaiserliche Wissenschaft wird sie irgendwie hier auf die Hand. Wir werden sie finden. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Nein, ich sehe bloß irgendwelche Flatterviecher. Meine Mutter lebt. Irgendwie wusste ich es. Ich habe es immer gewusst. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig, Lea. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie erscheinen. Langbogen, Heldrank. Das ist ja kinderleicht. So. Bum, 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 bum. Bäh. Wie? Ekelhaft. Gehen wir mal hier lang. Darüber, darunter. So. So, Kleine, ich denke, du weißt, wo wir hier lang müssen. So. Immer rein damit. Das da, das da und das gleich hinterher. Dann geht es ein bisschen schneller. Ein würdiger Gegner. Naja, da lässt. Wäre ja noch mehr drin gewesen. Adria sollte hier sein. Lump. Das hört sich an, als wenn ich gerade irgendwie zu viel Kohlensäure-Intus habe. So, da schauen wir später vorbei. Jetzt gucken wir uns hier erstmal die ganzen Ausläufer an. Ob da noch irgendwas ist. Meine vorbildlichen Diener. Halte die Hexe am Leben, bis sie zu reden bereit ist. Schmerzen werden ihre Zunge lösen. Aber in Maßen. Erinnert ihr euch, was mit dem Assistenten des Wesirs passiert ist? Sicher, es hat großen Spaß gemacht. Aber am Ende sind wir nur noch unzusammenhängendes Gebrabbel und blutige Eiterfäden über die Lippen gekommen. Boah. Du bist ja ekelhaft. Nicht genug Mut. So, dann bauen wir halt welche wieder auf. So, was haben wir hier noch? Da unten. Ja, komm. Der nächste. Man kommt doch mal alle auf einmal. Es ist so echt öde. Jedes Mal wieder zurücklaufen. Da haben wir Gold. Okay. Dann haben wir da oben noch das Kantel. Das schauen wir uns natürlich auch an. Da lang. Dann hier lang. Hier auch.
Ein Rattennest. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Mann, gib's auf, Leute. Ich beiß sowieso ins Gras. Meichhundi putzig. Darf ich den behalten? So ein Haustier oder sowas wäre ganz nice. So ein kleinen Pitbull oder so. Zum Essen hätte er ja genug. Ich muss ja mal so einen kleinen Respekt an meinen Templer ausrichten. Der hat heute noch nicht rumgeheult. Mann, echt. Bäh. Ja, immer diese Blähungen, ich weiß, das nervt. Musst du mal mehr Salat essen? So, Lea. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein. Wir wissen von den dreien, mit denen die Horadrin die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Lasst sie in Ruhe! Das war, glaube ich, nicht so gut. So. Hallo, jetzt hat's. Das da und hau. Also das Erdbeben ist echt nice. Gefällt mir ja. Lea, meine Tochter. Ja. Ihr kennt mich? Mein Liebling. Ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet. Aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir sind hier nicht sicher. Bewegung. Wohin? Ah, okay. Dann quatschen wir jetzt erstmal wieder. Was ist mit eurem Bruder geschehen? Nichts, was ihr hören wollen würdet. Ich habe gefragt. Und was dann? Dann werdet ihr wohl alles wieder gerade biegen, alles wieder gut machen, wie bei einem eurer lächerlichen kleinen Botengänge? Es gibt Dinge, die sind nicht so einfach. Ach doch. Ich werde warten, bis ihr dazu bereit seid. Oh, bei allen Göttern. Und ihr seid auch noch so nobel dabei. Erspart mir das. Hey, du kannst gleich ein paar in die Fresse haben, Alter. Ihr seid manchmal etwas seltsam. Das liegt nur daran, dass ich sehe, was nicht einfach zu sehen ist. Ich habe das akzeptiert. Das war nicht böse gemeint. Ich mag eure Gesellschaft. Dann danke ich euch. Obwohl, vielleicht habt ihr recht. Ich fühle mich, als würde ein Teil von mir noch immer in einem weit entfernten Land schlummern. Mit der Zeit ändert sich dieses Gefühl vielleicht. Das wäre schön. Aber ich habe das Gefühl, dass das alles viel unangenehmer und komplizierter ist. Ja, scheiß Jetlag. So, die Zerstörung des Ariad. Ich habe gehört, dass ihr vor 20 Jahren dabei wart, als der Ariad zerstört wurde. Baal, der Herr der Zerstörung, wollte die Menschheit der Macht der Hölle unterwerfen, indem er den heiligen Weltenstein verderbte. So undenkbar es scheinen mag, war ich gezwungen, ihn zu zerstören. Und mit ihm meine Heimat. Ihr müsst verstehen, dass ganze Welten in Flammen aufgegangen sind, während Himmel und Hölle um den Weltenstein kämpften. Die Zerstörung des Ariad war traurig. Und glaubt mir, auch ich habe einen hohen Preis gezahlt. Mhm. Das möchte ich ja mal sehen. So. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kanes Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum. Und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt.
Super. Hier. Was ist aus euch geworden, nachdem ihr den Weltenstein zerstört hattet? Die darauf folgende Explosion hat das Licht und die Harmonie meines Engelswesens versprengt. Ohne Form oder Gestalt habe ich mich selbst in der Ebene des Wahnsinns neu erschaffen. Es hat 20 eurer Jahre gedauert, aber ich konnte endlich in die hohen Himmel heimkehren. Hat man euch als Helden willkommen geheißen? Wohl kaum. Weil sie glaubten, dass meine Taten die Schöpfung in Gefahr gebracht hatten, hat der Angiris-Rat mich vor Gericht gestellt. Mich, den Erzengel der Gerechtigkeit. In diesem Moment wusste ich, dass der Himmel dem Untergang geweiht war, wenn ich nicht die Hilfe der Menschheit gewinnen könnte. Gegen den kommenden Angriff der Hölle. Jo, und dafür ist er mal da. Wie gut kanntet ihr Kane? Während der Finsternis in Tristram verbrachten wir viele Nächte im Gasthaus zur aufgehenden Sonne. Aha. Wir diskutierten über seine horadrischen Texte und die verschiedenen geheimen Lehren, auf die ich während meiner Reisen stieß. Hattet ihr ihn seitdem wiedergesehen? Nur von Weitem. Von Zeit zu Zeit kreuzten sich unsere Wege und ich konnte kurze Blicke auf Lea erhaschen und sehen, wie sie heranwuchs. Es brach mir das Herz, dass ich ihr nicht die Wahrheit über mich sagen konnte. Wie gern hätte ich sie selbst großgezogen. Ja, verstehe ich, ja. Bereut ihr es, Lea im Stich gelassen zu haben? Wie bitte? Nein, so habe ich das nie gesehen. Sie ist in Sicherheit aufgewachsen, während ich mein Leben riskiert habe, um den Schlüssel zu unserer Erlösung zu finden. Es war das Opfer, das ich zu bringen hatte. Auf jeden Fall wird Lea unter meiner Anleitung ihr ganzes Potenzial entfalten können. Habt ihr nichts zu tun? Werd nicht so schnippig. Wie hat die kaiserliche Wache euch gefunden? Ich wollte mich aus der Stadt schleichen. Sie haben mich erwischt, als ich zurückkehrte, um ein paar Sachen mitzunehmen, bevor ich in der Oase nach Soltun Kolzkopf suchen konnte. Aha. So. Mit dem haben wir nichts mehr zum Quatschen. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben. Aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kul erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja, er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltun Kul wieder leben. Das gefällt mir nicht. Wir können Belial besiegen, auch ohne... Wir haben Leas Mutter, die Hexe Adria, gerettet. Sie berichtet von dem schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, das das Böse für immer vernichten könnte. Von allen Sterblichen wurde mir aufgetragen, ihn zu beschaffen. Ja, schweres Los. Folterer, Monster. Mit diesen Namen versahen die Horadrim Soltun Kul. Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten, töteten die Magier den Zauberer für seine Verbrechen gegen die Natur und versiegelten seine zerstückelte Leiche in einem Schattenreich. Es scheint, als hätten sie befürchtet, er könne zurückkehren. Aha. Ja, jetzt kommen wir langsam mal schickere Sachen. Sehr schön. Und... Vor 300 Jahren habe ich Kul und 6 weitere gewählt, um die Horadrim zu schaffen. Er war ein großer Mann, der durch die Jahre der Jagd auf das Böse in den Wahnsinn getrieben wurde. Warum haben die Horadrim Soltun Kul getötet? Er gab sich mit Mächten ab, die nicht für Menschen bestimmt waren. Er versuchte, ein Artefakt zu erschaffen, das sein leeres Herz mit den Seelen von Engeln und Dämonen füllen könnte. Sie hatten keine andere Wahl, als ihn zu töten. Der Orden hat sich nie davon erholt. Jo, schon scheiße. Mir gefällt es nicht mehr als euch, mich mit Kul abzugeben. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn Adria sagt, dass wir es müssen, dann müssen wir auch. Onkel Deckard hat ihr vertraut. Und das werde ich auch.
Na gut. Soltun Kull. Eine Legende. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass er so mächtig war, wie es die Geschichten sagen. Aber trotz all seinem Genie war er mit absoluter Sicherheit wahnsinnig. Er war von Unsterblichkeit und Macht besessen. Ein Verrückter. Es wäre klüger, ihn in der Wüste ruhen zu lassen, als ihn zu Hilfe zu rufen. Habt ihr eine bessere Idee? Die habe ich nicht. Ich möchte euch lediglich warnen. Jo, finde ich ja nett.